Ja. Ready when you are. Der untere Kern bei mir hat halt nur noch 2800 Leben. Eure Art von Freunden. Ein Krieger läuft durch. Nein. Das war der falsche Weg. Ja, jetzt wird's problematisch. Und zwar der untere Kern wird angegriffen. Okay. Schauen wir, wo sind die? Da ist der obere, da ist der untere. Sehr viele. Oh mein Gott. Bin auf dem Weg. 2000 Leben. Oh. An den Händen komme ich nicht dran. Uiuiui. Der andere auch schon. Oh nee. Bin auf dem Weg. Ich glaube, wir müssen die Mete mal neu aufbauen. Und wieder hinten. Hin. Oh. Ah, das wird sehr knapp. Das wird sehr, sehr knapp. Alter. Davon ausgehen, dass er 1000 wieder aufgebaut hat. Das war extrem knapp. Der hat nicht 1000 wieder aufgebaut, der hat nur 400 wieder aufgebaut. Da kommt ein Boss. Was? Ja. Der Kolossus natürlich, oh yeah. Aber ich meine, wir haben schon Welle 8 geschafft, also. Nee, das ist jetzt Welle 8, glaube ich. Nee. So, dann kommen unten 60 kleine Läufer. Und nochmal 60. Also 120 kleine Läufer, 5 normale Läufer und 2 Soaker. Ja. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Wir haben verloren, ja. Ah, probieren können wir es. Ja. Ja. Was für nix. Ich baue vielleicht noch einen Amtturm neben das Gauss. Vielleicht hilft das. Naja, ein Amt für einen Gauss. Na logo. Puh, das heißt alle auf Kolossus? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Na dann. Aber damit wir alle auf den Kolossus kommen, müssen wir es schaffen, dass der Rest von alleine stirbt. Naja. Und die 60 kleinen Läufer werden an meiner mickrigen Verteidigung nicht sterben. Ja, dann lass uns unten noch was abbauen. Da wo wir am Anfang hingebaut haben. Ich muss ja auch nicht unbedingt ein Slower jetzt sein, oder? Eigentlich, naja, doch bei den Kleinen, da macht das Sinn. Der Kolossus ist ja auch der schießt, ne? Boah. Ja. Ganz ehrlich, bei uns ist es eigentlich am sinnvollsten, wenn wir als Skillfähigkeit auf jeden Fall das Immediate Spawn haben. Ja. Und für mich dann auch noch. Ne, die Kleintaschuhe muss ich nachdenken, sind wirklich in dem Fall nicht so praktisch. Der Raketenturm macht ja fast keinen Schaden. Echt? Der macht weniger als eine Kanone. Sehe ich auch gerade, aber ich habe eine tolle Reichweite. Ja, der hat eine super Reichweite. Und der schießt präzise, also der schießt wirklich immer drauf. Ja, dann lass die Kanone da wegnehmen, oder was? Na. Ja, wir können sie ja wieder aufbauen, aber eben bei Corby hinten. Naja, ja. Haben wir noch Minen? Nee, hab ich schon abgebaut. Wo hast du die hingepackt? Da bei dir hin. Auf dem Weg zum Kern. Mhm. Gut. Ah, und da hinten können wir auch noch weiter bauen. Das hat keiner von euch gesehen, oder wie?
Hier bei mir? Das Ding hier. Ich hatte damit angefangen, ja. Was ich gerade sehe. Der helle Kern hier, ne? Den wir haben. Unser. Der gute oder der schlechte? Der ganz schlechte Kern. Ja. Der ist ja sogar von zwei Seiten angreifbar, ne? Wenn die da hinten auf den Kern keinen Bock haben, kommen die auch hier hin. Ja. Weil dieser ganze Weg bis zu diesem Kern eben nicht bebaubar ist. Aber hier gibt's hier einen schönen Tisch und alles zum Grillen und ja, das ist super. Gerade ja von unten, nee, die kann man da nicht begleiten. Bäh. Das wäre auch zu schön. Vielleicht noch irgendwo ein Gauss? Ja, Gauss jetzt mit den vielen Viechern, ich weiß nicht. So, wieder weg. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Runde schaffen, aber. Ich meine, sagen wir so. Unwahrscheinlich. So extrem schlecht waren wir auch wieder nicht, weil wir sind bis Runde 8 gekommen. Ja. Verliert man da schnell die Übersicht, ey. Da nimm mal ein bisschen Kohle und bau mal ein bisschen AOE oder so. Wo jetzt bei den Kleinen oder beim Kolossus? Bei den Kleinen. Ja, das Große, beim Kolossus wird ja eh dann alles zerstört, also. Ja, stimmt. Okay, weil das die beiden hier sind eh komplett nutzlos, die kann ich rausnehmen. Die Gatling ist doch. Jawohl. Na doch, wird eigentlich ziemlich gut. Wäre gerade für die Kleinen. Du kannst mit denen mehr anfangen als ich. Andererseits, warum mach ich die eigentlich hier hin? Ich kann nur einen angreifen, da hinten sind es zwei. Mhm. Ja, dann. Ach komm. Oh snap, are you okay? Baut mal auf der Map ganz oben. Baut mal da ein paar Türme. Da gehen ja dann auch alle vorbei. Naja. Ist eigentlich der beste Platz hier. Also meine gehen da auf jeden Fall vorbei, ja. Ja schon, aber da ist es eben gerade durch. Selbst die Minimap ist nicht ansatzweise übersichtlich genug. Ich drehe mich hier im Kreis und sehe einfach überall diese orangenen Streifen. In der ersten Map waren die noch. Gut, da laufen die Gegner an. Hier ist es. Uff, wir spielen Mikado. Wieso Mikado? Keine Ahnung. Das war das erste Spiel, an das ich gedacht habe. Was irgendwie gewuselt ist. Ring halt Peace mit anfassen. Genau. Bau da jetzt einfach noch einen Slower hin. Fürs letzte Viertel. Ach, nee, mach den mal hier hin. Ja, das Slower nach ganz da hinten. Das ist so unglaublich schlau. Ich könnte mir selbst noch was verleihen für dich. Ja, mach mal hier vorne. Warum? Der kommt hier das weg. Hat doch dann überhaupt keinen Effekt. Ja doch, klar hat der dann einen Effekt, weil ich nämlich hinter dem Slower ganz viele Türme bauen kann, die dann auch lange drauf behalten können. Eben, weil wenn du den Slower ans Ende setzt. Das war nicht das Ende. Guck mal hier. Hier werden die dann schon im Slower und dann müssen sie hier vorbei. Und dann werden sie nochmal geslowt. Aber wenn die schon hier irgendwo geslowt werden, genauso dumm wär's da hinten. Den ganzen Weg hier an den Türmen laufen. Ja, weißt du, wie lange das Slow anhält? Weißt du's? Nee. 15 also. Sekunden ungefähr, meine ich. 15 Sekunden? Okay. Platzieren sieht man dann ja. Warte. Nee, ich bin nicht drum. Langsam 13. Prozent. Prozent, ja. Aber für wie lange? Ja, durchgehend wäre geil, aber. Ja, aber es. Nee, macht er glaube ich nicht. Ich will jetzt nachschauen, aber. Das können wir dann ja so hoch stacken, dass die fast stehen bleiben. Ist die Frage, soll ich nachschauen oder? Wenn du rauszappen kannst, ja. Rauszappen geht problemlos. Ansonsten hier oder so? Wie heißt der Turm eigentlich wirklich? Kairos. Mit C oder? Ne, mit K. Ja. Also KY? Ne, KAIROS. Ach, KAI, okay. Ja, guck mal, ob das hier oder da passt. Von der Range her, die sehe ich ja nicht. Hm? Hier auf einem von den beiden. Aber warum? Damit der da dann. Kann sie nur einmal angegriffen werden. Nee, auch
müssen auch zweimal. Die Reichweite reicht da nicht. Da werden sie hier nur so ein bisschen links gehen, ist es schon nicht mehr drin. Ja, ich meine, das geht so oder so schlecht. Weil wenn du den hier ans Ende platzierst, sind dann beim zweiten Mal schon fast wieder hier, oder bringt das dann nichts mehr. Also von daher können wir den auch ganz vorne wieder aufbauen. Ah, der Slower funktioniert in der Reichweite dieser kleinen Bälle. Werden geslowt, solange sie in der Nähe dieser kleinen Bälle sind. Wieder rumschweben. Okay, also doch Area. Panfetix ist so. Also macht Sinn, wenn sie zweimal vorbeilaufen und die Range alles umfasst, was Türme, wo Türme hin können, also hier etwa. Ja. Mann, ey. Every few seconds it creates a temporary spherical field that slows down air targets that pass through it. Air targets? Steht hier, aber das wird wahrscheinlich alles machen. Ah, das Original Sanctum ist das noch, Das ist das Sanctum. Da gibt's noch 6 Turmlevel, ja. Voll toll und so. Nein, nee. Ey, nein, den Turm wollte ich da schon lassen. Ich wollte nur nicht upgraden. Das erste. Hier hinten kann man noch einen Block setzen, ne? So, ja, egal. Der fasst ja auch drum rum. So. Naja, fast. Ich will das Level schaffen, Mann. Ach, wir haben ja noch genug Geld, von daher. Ich hab noch 512, also. Ja, weil du meinen Kaibos abgebaut hast. Ja. Du kannst ihn ja upgraden. Wo steht denn der jetzt genau? Ach, da wieder. Tut mir die 88 Punkte dran, die schon drin waren, ne? Ne, ist okay. Bam. Kurz gucken. So. Ich bin mit meinem Aufbau immer noch nicht glücklich, aber egal. Da unten, der Turm steht ganz gut. Der ist voll abgebildet. Müsste man nicht hier in die Mitte noch eine Rakete oder sowas setzen können von Range her? Ein Raketenturm steht ja hier. Nee, ich meine jetzt hier wirklich in diesem Ring. Das könnte man recht gut machen, aber ich habe keinen Platz mehr. Oder irgendwas anderes mit 5 der Range. Ja, dann bauen wir unten die Türme ab. Weil wie gesagt, da greifen die aus einem Loch an. Ansonsten aus mehreren. Ich überlege gerade, wenn man das hier so hinstellt. Da so. Beim Upgraden wird die Reichweite auch größer, oder? Ja. Im Raketenturm. Ist gut, wenn er in die Mitte steht, kann er einmal außenrum feuern komplett, ja. Also, aber da wo der Slowturm jetzt ist, ist die Messe etwa, ne? Willst du? Ich meinte jetzt wirklich den kleinen Ring hier rechts am Rand. Wo ich gerade auch rumhüpfe. Dann sag A nicht Mitte und achte doch Mitte B vom erstmal. Ring. Ja, wenn du mal hier schaust, das ist auch mehr wie so ein großer Ring hier, also. Gut, ja. Ich bin gerade am Überlegen. Wenn ich ein fieser Entwickler wäre, dann würde ich nach dem Level ein Zeitlimit setzen. Und danach den zweiten Boss setzen, ja. Genau. Also bereiten Sie euch schon mal drauf vor. Na, Comfy Stain sind aber jetzt nicht wirklich fiese Entwickler. Wieso hast du so viele Punkte? Weil ich gerade sämtliche Türme da unten abgebaut habe, um sie dann hier hin zu verpflanzen oder irgendwas Vergleichbares. Weil ich mehrmals gesagt habe, da unten greifen die aus einem Loch an, hier aus zweien. Gleichzeitig. Ja, dann bau doch da, wo Snowfire gerade steht. Ja, wo ich auch gerade stehe und überlege, was wir hier am besten hin platzieren. Ein Raketenturm könnte Sinn machen, wenn ich mal drüber nachdenke. Warte mal ganz kurz. Hep. Ja, Gauss ist ja inzwischen da nicht mehr die Antwort auf alles. Warum nicht? Ich schau mal kurz auf die. Raketenturm ist halt fast ein bisschen OP für diesen Punkt hier. Leute, wir könnten hier auch. OP können wir brauchen. Könnten wir auch einen Amtturm noch mit reinstellen. Wenn wir da 4 Blöcke machen, dann haben wir 3 Türme, die eine Amtsverstärkung haben. Können wir auch, ja. Ich glaube, das klingt gut für mich. Ja. Wie viel Geld brauchst du? 120. Kann da jemand mal eine Towerbase hinstellen oder so, oder? Ja, brauchen wir auch noch. Da oben drauf meine ich jetzt. Achso, ja.
Und dann kann ich dann nämlich den Ding sicher setzen. Hier am besten auch noch. Ist auch kein Plan. Okay. Oh, jetzt hab ich's abmachen, Mann. Ja, egal. Ja. Oder sollte man nicht eher die Kanone da auswechseln? Wenn du mal schaust, wenn die Kanone jetzt, ne? Hm? Die kann jetzt auch runterschießen, da, also an den Endspurt schießen, wenn du mal schaust unten. Ja. Ich meine jetzt die Standardkanone und die Amp auswechseln. Die Amp fast die 4, aber hier drüben eben nichts. Warte mal kurz, wo steht denn die Amp gerade? Da. Ganz rechts außen. Hm, was ist mit der Amp? Die Amp und die Kanone daneben mal austauschen. Ob das Sinn machen würde. Der kriegt trotzdem den, die Gatling kriegt er trotzdem nicht. Die Amp, wenn man aufwertet, kriegt die ein bisschen mehr Range. Die kriegt, glaube ich, 2,5 dann. Also die müsste reichen. Okay. Schauen wir mal. Also die kriegt mehr Range, ja. Dann nehme ich, die Kanone da raus, oder? Nee, ist gut. Es passt, glaube ich, sogar. Weg gerade so nicht, okay. 2,75, ja, müssen wir noch vorne stellen. Ich brauche wieder Kohlen. Du hast doch... Oh nee, das ist der andere Kerl. Ja, bist du? Weil... Ich kann... Ich hab... Achso, ich hab den normalen Turm gar nicht, ups. Wer hat den normalen Turm? Markus, glaube ich. Ja, und ich hab Amp auch. Da, müsste glaube ich reichen. Normalen Turm brauche ich auch noch. Ja, hast du mal alles, was das ich hatte? Das war 4 zu wenig, nee. Bisschen noch, 9 brauche ich. Mann, ey, das ist so sparsam, du kannst locker mal 500 da rausrücken. Ja, nee. Aber die kannst du wieder upgraden, die, ne? Bin ich gerade bei. Ich meinte auch Markus, dann 6 Punkte noch. Ach so. Aber bist du jetzt, du kniest dich dafür. Ja, die behalte ich jetzt. Gleich die Range jetzt für die Gatling? Ja, sehr gut. Damit könnte ich es sogar eventuell schaffen, die hier ein bisschen in Schach zu halten. Mit Wunschdenken und... Geh mal weg, Markus, da kommen jetzt ein Drohnenturm hin. Gerne. Immer her damit. Ach richtig, da war ja was. Was? Mal das ist. Ja. I'm all set. Na, bist du wahnsinnig. Jetzt doch noch nicht. Ich wollte nur ein Magazin in ihn reinfeuern. Ach so. Gut, was kann man denn hier noch hinknallen? Yeah, ich bin reich! Tanz für mich! Auf geht's! Leute, ich versuche eine Mese aufzubauen, egal. Gut. Und ich tanze! Come on, in den Tod! Ja, da bei der Amp kann man noch einen hinstellen, keine Ahnung. Braucht noch irgendwer einen Punkt? Kann man vielleicht. Ich weiß nicht. Hier kriegst du einen Lidl-Treuepunkt. Da. Vielleicht. Danke. Ich schaffe es eigentlich immer genau einen abzugeben. Ah, hast du gar nicht geschafft. Okay. Nee. Gib's mir wieder. Nein. Oh Mann. Wo ist eigentlich... Ach, da oben steht der. Was denn? Ich? Ja. Ja, ich bin hier oben Planer. Also beim Amtturm kann man auf jeden Fall nach einem hinstellen. Ja, ich überlegte nur gerade was. Eine Gauss? Mit der Gauss kann man hier nicht anfangen. Außerdem haben wir schon eine. Außerdem, hier oben muss nicht noch melden. Wir sollten eher da unten die Ecke noch irgendwie... Boah, ach nee, hier laufen alle vorbei, ne? Ja. Hm. Ja, hier laufen alle vorbei, deswegen hier alles zustopfen und dann können wir uns um Kolossus kümmern. Ja. In der Zeit. Ich überlege gerade, theoretisch würde ich sagen, hier eine ACP. Da in der Ecke? Kleinkram. Mhm. Ja, nicht in der Ecke, sondern... eher hier, so. Müsste, glaube ich, immer noch in Range sein. 5. Ah, warte.
Nee, die ist, glaube ich, knapp nicht mehr. Ja. Der Range wovon? Der Range vom Amp. Nee, die ist nicht mehr drin. Ganz knapp. Bause halt anstelle der Gatling hin zum Beispiel. Nee, die Gatling ist hier recht praktisch. Die beiden Gatlings machen hier gut Schaden an den kleinen Viechern, wenn die so stehen. Geht so nicht. Na klar, ihr könnt den Gatling rausnehmen, aber ich finde die eigentlich recht gut. Ja, nee, Hintersturm meinte ich. Ja, da hat die Gatling ja nur noch ein winziges Stückchen an Treffer pur. Na rein theoretisch, die trifft sowieso nur die Türme. Hier, rechte Hand zumindest. Gut, dann mal schauen. Der eine Gauss, die hier steht, geht auf den größten, ja. Der geht einfach auf den kleinsten Winkel. Ich überlege gerade, wo soll ich die Kanone auf den größten einstellen? Wäre ganz gut, ja. Meiste Gesundheit, so. Der Slower kann auch ausgebaut werden unten. Der da, ja. Was braucht man denn? Eigentlich ja nicht, ne? Ja, für die Krieger, da kommen ja auch 15 Krieger raus. Gut, stimmt. Du musst mal bedenken, wenn der Kolossus da seinen Fuß raussetzt, ist der am Turm mit der ganzen Scheiß eh sofort kaputt. Das heißt, da unten ist das eigentlich schon zu viel. Ich überlege gerade, wenn ich mal drüber nachdenke, der Raketenturm, der da unten direkt vor dem Sonnenasa steht, ist, glaube ich, unpraktisch platziert. Ja, was ich vorschlagen würde, wäre vielleicht die Türme dann nach hinten verlagern, weil der Kolossus ist ja sau langsam. Aber er schießt. Ja, er hat den Strahl. Der hier so. Praktisch die Krieger dann absichtlich ein bisschen durchlassen und die dann direkt vom Kern abfangen. Mal kurz gucken, wo laufen die denn unten rum lang? Die laufen da lang, da lang. Da wo Vego gerade ist. Naja. Oder war. Das könnte. Doch, da steht. Da kann man eigentlich noch gut bauen, ja. Kann man den Weg dann noch irgendwie verlängern, wenn man es ein bisschen anders platziert? Weil das sieht irgendwie so unglaublich schlecht genutzt aus. Kann sein, dass es gut genutzt ist, aber es sieht einfach schlecht genutzt aus. Ja, ich weiß, aber es geht nicht viel besser. So ich das sehe. Brauche ich mir mit Türme für. Ja, wir können ja da unten den Raketenturm, der sehr tot, das wissen wir. Also können wir den wegmachen. Ja, der wird nicht lange genug Schaden machen. Der macht vielleicht die ersten. Keine Ahnung. Erstens 20 Sekunden, nachdem der Kerl da ist, Schaden. Ja. Geht ihm vielleicht ein Zehntel HP ab, höchstens. Das war voll Wunschdenken und so.